Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Miracle Keepers of Magic mit einem neuen Tutorial-Video für Mage, dem Online-Programm zum Magic-Spielen. Das letzte Mal haben wir ein bisschen das Draften durchleuchtet und auch den Deck-Editor, das Update noch mal ein bisschen näher vorgestellt. Heute möchte ich auf das Sealed-Format eingehen. Das ist ein Limited-Format mit Booster, die nicht weitergereicht werden. Ich glaube, jeder kennt dieses Format. Unterscheidet sich doch stark vom Draften, weil ich da ja im Prinzip die Booster nicht einen Pick draus wähle und dann weitergebe und dann wieder, bis alles ausgepickt worden ist, den nächsten Booster öffne, sondern beim Sealed-Format gibt es einfach vorgefertigte Booster, die komplett beim Spieler bleiben und er aus diesem Kartenpool sein Deck zusammenstellt. Das heißt, es geht immer um 6 Booster, die werden ausgepackt, aus dem erstelle ich mein Deck und fügt nur Länder hinzu und gibt das Ganze dann oder geht das Ganze dann im Tournament gegen die anderen Spieler an. Ja, dazu wie gesagt zeige ich, wie das Ganze da bei Mage funktioniert, weil auch die Funktion unterstützt Mage. Im Prinzip, wir starten ein neues Tournament. Das geht da, das wissen wir bereits. Ich habe das schon ein wenig vorbereitet. Ich gebe da jetzt einen Namen für das Spiel, in dem Fall Sealed Promotion Mage, habe ich das einfach einmal gewählt. Zeitlimit ist meiner Meinung nach eine wichtige Funktion. Je mehr Spieler, desto kürzer wird es belassen und wird die Spielzeit, da geht es wirklich rein um die Spielzeit gegen einen Gegner, doch relativ lang, wenn ich da jetzt auf viele Spieler warten muss. Also ich gebe da jetzt einmal 10 Minuten vor. Construction Time in Minutes, das ist wiederum, um das Deck fertigzustellen, mit 10 Minuten. 10 Minuten ist eine gute Zeit, meiner Meinung nach. Wenn ich ein paar Anfänger dabei habe, würde ich es ein bisschen erhöhen, weil das doch am Anfang doch ein bisschen zum Überlegen ist, was nehme ich für Karten aus meinem Pool, den ich da aus den Booster-Packs rauskriege, wirklich her. Ja, Tournament-Modus, in dem Fall Booster-Draft lassen wir weg. Es geht nur entweder um Sealed Elimination, die Variante mit Cube-Modus, oder Sealed Swiss, auch wieder in Cube-Modus. Elimination ist Ausscheidungsverfahren, das heißt, die Gewinner kommen weiter, die Verlierer scheiden aus. Swiss-Modus ist Schweizer-Modus, das heißt, da muss im Prinzip, spielt ja jeder weiter und die Gewinner spielen gegen die Gewinner und die Verlierer gegen die Verlierer. Ja, ich glaube, soweit selbsterklärend. Ich wähle jetzt da aus, im Prinzip, Sealed Swiss. Freie Mulligans, wie gesagt, obliegt wieder jedem selber, ob er das gewähren möchte oder nicht. Also ich tue es meistens nicht. Win lasse ich, kann ich zwar runtersitzen, aber lasse ich meistens Arbeitswahl, das heißt Best of Three, also von 3 Spielen habe ich den Gewinner ermittelt, also das heißt zweimal muss ich gewinnen gegen den Gegner. Dasselbe gilt jetzt da natürlich auch mit den Swiss-Runden, das heißt unter 2 Runden kann ich gar nicht spielen, das heißt, wenn ich heute ein schnelles Sealed-Format spielen möchte, sollte ich da vielleicht nur auf einen Win gehen und dann kommt sowieso automatisch die zweite Runde. Nur also ich im Prinzip los meistens auf Wins 2 und auch 2 Runden Schweizer System. Ja, ich stelle da die Anzahl der Spieler ein. In dem Fall los ist einmal auf 2, weil sonst muss ich warten, bis ein paar Spieler joinen können. Ob ich Zuschauer erlauben will oder nicht, muss auch jeder selbst entscheiden. Da ist der Spielername. Den kann ich eh nicht verändern, weil das kommt eh vom Einloggen her raus. Und da sage ich dann entweder menschlicher Spieler oder Draftbot. Nur Draftbot ist das in dem Fall eh nicht. Ja, was das Wichtigste an dem ganzen Sealed ist, ist natürlich diese Booster Packs zu wählen. Ich könnte jetzt da einen reinen Journey into Nyx Sealed Modus spielen, also wirklich 6 Booster aus der letzten Serie, momentan letzten Serie wählen. Oder ich wähle jetzt zum Beispiel aus diesen Booster Möglichkeiten, die da drinnen sind, sage ich 2 von Terros. Es sind immer 2 Boosters, 2 von den Gods. Und einen von Journey into Nyx. Somit habe ich ein Block-Limited-Format in dem Fall. Und das ist meiner Meinung nach eine wirklich interessante Geschichte, weil doch der Kartenpool bei jedem gleichwertig ist und somit eigentlich wirklich ans Deck bauen, man ans Deck bauen gefordert ist. Wirklich ein interessantes Format. Ich muss sagen, mir gefällt das Format irrsinnig gut, weil man doch ein bisschen Ausgeglichenheit hat. Man hat ja doch im T2, also im Standardmodus, meistens immer dieselben Decks als Gegner. Es macht es ein bisschen langweiliger.
Da ist das Ganze doch ein bisschen zufallsgeneriert und meiner Meinung nach wirklich interessante Geschichte. Schaut es euch selber an. Gut, aber wir gehen jetzt da weiter, wie gesagt, fürs Tutorial. Das ist einmal die Einstellungen, die ihr machen müsst, damit ihr das Tournament in der Form starten könnt. Ja, dann klickt man da auf OK, damit wir das Tournament starten können. Warten, bis der Spieler joint. Ich mache da in der Zwischenzeit einen Cut und warte, bis ein Spieler eintritt. Und dann zeige ich euch nochmal kurz, wie das mit dem Deckbau funktioniert. Das Spiel selber werde ich euch dann nicht sagen im Anschluss, weil es meiner Meinung nach nicht viel bringt. Und das Tutorial natürlich sehr in die Länge ziehen würde. Gut, also bis gleich. Ja, Spieler ist gejoint. Jetzt klickt man auf Start und schauen uns das mit dem Deck-Editor an. Er lädt ein bisschen. Irgendwie ist mein Rechner so langsam geworden. Ja, das ist so die Oberfläche vom Tournament, ist kurz eingeblendet, aber schon kommen wir zum Startbau. So. Das funktioniert eigentlich im Prinzip genau gleich wie beim Deck-Editor schon vorgestellt. Wir haben jetzt da natürlich die Spitzenfilterfunktionen, wie man es auch bei einem Deck-Editor, was wir da oben hätten, wirklich auch einstellen kann. Das heißt, ich kann mir da im Prinzip mit dem Filter mal auswählen, was war meine Grundfarbe oder was habe ich eigentlich. Oder ich sortiere das Ganze mal da noch zum Beispiel Rarity, wie ich es gern tue, eben beim Silver, damit ich mal weiß, was habe ich denn eigentlich wirklich gezogen im Booster. Ich kann das auch als Listenmodus wieder auflisten lassen. Ist zum Bearbeiten wie bei einem Windows Explorer. Ich nutze aber meistens diese Funktion. Mit Scrollen kann man wieder die Karten hervorheben, damit man es besser lesen kann. Hab's natürlich auch links unten stehen, das Ganze. Also einmal nach oben scrollen, macht die Karten größer. Also wenn ich dann mit der Maus über die Karten fahre, bleibt es automatisch eingestellt. Wenn ich wieder nach unten scroll, ist die Funktion wieder weg und ich kann da weiterarbeiten. Da habe ich natürlich auch wieder den Modus, dass ich das Fenster größer und kleiner ziehen kann. Ja, da kann ich es sogar theoretisch speichern, das Deck, was ich dann gemacht habe. Und ein Land nachher später hinzufügen. Und da rennt meine Zeit ab. Also die, was ich auch vorne eingestellt habe mit 10 Minuten, zum Beispiel Constructed Time. Ja, im Prinzip, jetzt schauen wir mal, was ich da habe. Ah, habe ich ganz nette Karten da gezogen. Aber ich möchte euch jetzt gar nicht sagen, was ich für ein Deck bauen würde. Jetzt sage ich eigentlich nur mal den Rest. Also ich klicke dann mit Doppelklick die Karten an, die was ich im Deck haben möchte. Jetzt machen wir das Ganze mal als Beispiel. Wie gesagt, ich spiele meistens zwischen 22 und 24 Zaubersprüche. Und den Rest fülle ich mit Länder auf. Da habe ich unten natürlich eine super Übersicht, weil da sage ich jetzt, okay, jetzt habe ich 24 Karten in meinem Deck. 9 davon sind Kreaturen, das sind Hexereien, Spontanzauber, Blend und Verzauberungen. Ja, auch da wieder die Einstellmöglichkeit auf Listen oder auch die Sortierfähigkeit, eben wie es da vorgegeben ist. Natürlich auch da einfach als Spalten oder eben durchgehend. Ja, jetzt im Prinzip. Ich sage immer, im Limited Format spiele ich meistens zwischen 15 und 17 Kreaturen, den Rest sind dann die restlichen Zaubersprüche, bis auf die 24 Karten Maximum und den Rest dann auf Länder. Bitte spielt da wirklich nicht mehr, auch wenn gute Karten vielleicht dabei sind, nur sonst werdet ihr es wahrscheinlich nicht wirklich eine Chance haben gegen andere Limited Decks. Ja, wie gesagt, das war jetzt im Prinzip das, was ich euch näher bringen wollte. Jetzt müsstet man eigentlich nur 40 Karten aufstocken, indem man Land hinzufügen. Dazu gebe ich jetzt einfach mal 10 Inseln ein, weil 16 Karten brauche ich noch und 6 Ebenen. Dann bin ich bei 40 Karten. Habe ich da auch natürlich alle drin, da kann ich jetzt wieder Listmodus machen. Und seht, da sind meine Länder drinnen. Ja, schauen wir mal nur kurz. Ich kann natürlich nachträglich auch noch welche hinzufügen, bin aber dann bei 43 Karten, also bitte da wirklich schauen, dass man nur 40 Karten im Deck hat beim Limited-Modus. Dann mal mit Doppelklick wieder raus. Also es funktioniert wie beim Deck-Editor im Prinzip. Also eigentlich nichts Neues für euch, sonst hätte es wahrscheinlich Match schon gar nicht benutzt. Ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite her für dieses Video. Eben das Sealed-Format. Limited Format.
wie das Ganze mit dem Deckbau funktioniert. Wenn man dann da noch auf Submit klickt, wartet man eigentlich nur noch auf seinen Kontrahenten. Wichtig ist, da sieht man nochmal die Zeit der Construction Time, von was übrig ist. Ja, jetzt wartet man eigentlich, bis der Gegner fertig ist, und dann wird das Spiel gestartet und man spielt eigentlich schon im Schweizer Systemmodus. In dem Fall, das haben wir da oben stehen, das Ganze aus. Man kann natürlich da aus dem Tournament aussteigen, wenn man möchte, oder eben nur das Fenster schließen. Da unter Fenster kommt man kurz schauen, was werden eigentlich für Spiele gespielt. Man kommt auch da wieder zurück. Ja, an der Stelle möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich sag danke nochmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, hinterlasst uns eure Kommentare. Sie sind echt herzlich willkommen. Hinterlasst einmal einen Daumen. Abonniert uns. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Schaut wieder einer und teilt uns auch mit, vor allem was vielleicht auch in Zukunft sehen wollt. Wir versuchen echt immer neuen Stoff für euch zu liefern. Ist oftmals nicht einfach, aber uns fällt schon genug ein. Ja, in dem Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mirkelkippers.